Ja, willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Sendung. Heute mal nicht live, weil Sie ein bisschen überrascht sind. Wir hatten ein paar technische Probleme, wir zeichnen das Ganze auf. Sie können es aber natürlich im Internet anschauen, es wird auch zeitversetzt noch laufen. Der Goldpreis ist unter Druck und dafür gibt es eine Meldung, die meines Erachtens dafür verantwortlich ist, dass der Goldpreis heute so unter Druck steht. Und die kam auch gleich als Zuschauerfrage, deshalb lassen wir sie gleich hier einfließen, die Zuschauerfrage vielleicht. Und zwar fragt Klaus, Russland verkauft Gold. Welche Auswirkungen hat das auf den Goldpreis? Wie fangen wir an? Fangen wir doch mal so an. Verkauft Russland wirklich Gold? Diese Meldung hat sich verbreitet im Internet. Es gab verschiedene Medien, die darauf angesprungen sind. Zum Beispiel die Kronenzeitung hat es im deutschsprachigen Raum verbreitet. Das Ganze ging zurück auf einen Bericht des Business Insider in den USA. Und der Business Insider wiederum hat sich auf eine russische Nachrichtenseite verwiesen. Jetzt ist mein Russisch nicht ganz so gut, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also ich hatte zwar mal in der 8. Klasse, glaube ein Jahr Russisch, aber ich bin da nicht allzu oft erschienen bei der ganzen Veranstaltung. Also insofern musste ich mich auf Google Translator verlassen. Im Großen und Ganzen heißt es dort, dass eben die Devisenausgaben bzw. die Devisenbestände von Russland geschrumpft sind. Man geht davon aus, dass eben Gold verkauft worden ist. Ich glaube, um die 2 Milliarden Dollar soll Gold verkauft worden sein. Und das heißt eben, dass der Weltmarkt wieder mal mit Gold überschwemmt worden wäre. Also, die erste Frage ist wirklich Gold verkauft worden? Es ist so, dass bei den Zentralbanken meines Wissens Gold und Devisen als eine Position bilanziert werden. Das heißt, wenn die Devisenreserven schrumpfen, dann kann es natürlich sein, dass man Dollar verkauft oder es kann sein, dass man Gold verkauft. Offizielle Zahlen zu den Goldbeständen in Russland gibt es erst wieder in ein paar Tagen oder Wochen. Ich weiß gar nicht, wie das die Weihnachtszeit gehandhabt wird. Insofern ist es meines Erachtens zu früh, rein daraus zu schließen, dass tatsächlich die russische Zentralbank Gold verkauft hat. Es wäre auch meines Wissens sehr, sehr überraschend und zwar aus einem einfachen Grund. Russland war bislang immer als Käufer auf dem Markt aufgetreten. Dass man jetzt plötzlich hergeht und sagt, wir treten als Verkäufer auf dem Markt auf. Ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich hat Russland Probleme, natürlich leidet Russland unter den Sanktionen des Westens und natürlich ist es so, dass Russland unter den extrem gefallenen Energierohstoffpreisen für Erdöl, aber auch Erdgas leidet. Aber dass man trotz von Dollarbeständen, ich glaube von 400, von genügend Dollar, die man noch zur Verfügung hat, dass man da jetzt hergeht und sagt, wir verkaufen lieber unser Gold, wo man eigentlich keinen Gewinn damit gemacht hat. Meines Erachtens sehr, sehr unwahrscheinlich, aber wir werden es natürlich genauer beurteilen. Wenn es denn so wäre, was würde das für den Goldpreis bedeuten? Ich habe gerade gesagt, Russland war bis jetzt als Käufer auf dem Markt aktiv. Und ich weiß nicht, ob Sie irgendwann mal die Meldung gehört haben, Russland kauft Gold, der Goldpreis steigt. Haben Sie? Habe ich auch nicht. Insofern, bis jetzt hat es keine Auswirkungen auf den Goldmarkt gehabt, wenn Russland als Käufer aktiv war. Wenn Russland jetzt als Verkäufer aktiv wird, kann man natürlich sagen, oh, einer der großen Zentralbankkäufer auf dem Weltmarkt fällt plötzlich weg und geht an die Verkaufsseite. Das kann natürlich für Druck sorgen, aber meines Erachtens ist das eher so ein psychologisches Moment, was wir sehen. Also für mich kein Grund zur Hektik. Ich glaube auch noch nicht daran, dass Russland im großen Stil plötzlich Gold verkaufen wird. Vielleicht eins noch. Ich bin in den letzten Tagen am Wochenende mal so ein bisschen in mich gegangen und habe ein bisschen nachgedacht. Zwei Sachen. Nachdenken ist insgesamt eine coole Geschichte, sollte man viel öfters tun. Und die zweite Sache, wenn Sie sich mal überlegen, und ich habe das auch schon mal angesprochen, wieso holen alle Zentralbanken plötzlich ihr Gold zurück? Das ist für mich so eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also, Niederlande hat es getan, Deutschland versucht es, vergeblich. Die Belgien hat man zumindest gesagt, ja, wir haben offiziell darüber nachgedacht oder laut darüber nachgedacht. Österreich wird plötzlich als nächster von den Kandidaten gehandelt, die ihr Gold, das im Ausland gelagert ist, nach Hause holen könnten. Und auf einmal auch, Frankreich, da haben wir schon Stimmen gehört. Also all die Länder fangen jetzt plötzlich an, ihr Gold zurückzuholen. Warum jetzt? Ich verstehe es einfach nicht. Warum jetzt? Und wenn Sie da ein bisschen drüber nachdenken, dann werden plötzlich Verschwörungstheorien, die Sie ins Land der Fabeln normalerweise tun, plötzlich gar nicht mehr so sehr als Verschwörungstheorie gehandhabt. Da müssen Sie ernsthaft mal drüber nachdenken. Ist es tatsächlich so, dass der Euro wesentlich schlechter dasteht, als alle vermuten? Ist es tatsächlich so, dass mit einem Austritt, einem Schuldenschnitt vielleicht in Griechenland bei Neuwahlen, ein Austritt ist von Griechenland aus dem Euro, vielleicht andere Länder in den Fokus rücken, vielleicht Italien, vielleicht Portugal, Spanien? Ist es so, dass tatsächlich vielleicht die Währung auf der Kippe steht? Wieso sollten wir, also wir sage ich jetzt mal diese Generation, die wie ich jetzt so um die 40 sind, wieso sollten wir die Einzigen sein, die keine Währungsreform erleben? Und wäre vielleicht eine neue Währung in irgendeiner Art und Weise wieder an Gold gekoppelt? Momentan ist es eine völlig verworrene Verschwörungstheorie. Aber denken Sie mal in Ruhe darüber nach, setzen Sie sich mal über die Weihnachtsfeiertage hin und denken Sie mal darüber nach, warum sonst sollten plötzlich alle Länder oder sehr viele Länder dazu übergehen, ihr Gold heimzuholen?
Das einfach mal als Denkanstoß. Über was müssen wir sprechen? Über Yamana Gold müssen wir sprechen. Yamana Gold, der Chart, der sich vielleicht aufbaut. Es dauert ein bisschen. Alles ein bisschen langsamer heute. Schaut auch ganz komisch aus, der Chart. Yamana Gold hat nämlich eines gemacht. Man fängt an, Non-Core Assets, also alles, was so nicht zum Kerngeschäft gehört, langsam auszugliedern. Und man hat jetzt eine neue Gesellschaft gegründet, die heißt Brio Gold. Man hat dort die brasilianischen Assets eingebracht. Brio Gold wird eine Gesellschaft sein, die ungefähr 130.000 Unzen pro Jahr produziert. Und man hat einige sehr aussichtsreiche Explorationsprojekte in Brasilien auch dort mit eingebracht. Also insgesamt eine, ja, nicht unbedingt eine spannende Geschichte, aber von Seiten von Yamana eine nachvollziehbare Geschichte. Ich gehe davon aus, dass man das Ganze zum Verkauf anbieten wird. Ob das klappen wird, keine Ahnung. Aber man hätte zumindest auch die Möglichkeit, das Ganze mal an die Aktionäre bei Spin-Off zu geben. Also es gibt sehr, sehr vieles, dass man eben zeigen kann, dass es werthaltiger ist, das Unternehmen, als es momentan an der Börse gehandhabt wird. Und gleichzeitig kann man sich auf die Core-Assets, also auf das Kerngeschäft, konzentrieren. Und das dürfte auch die Produktionskosten weiter, vielleicht sogar unter die $800 mal senken. Also Yamana bleibe ich bullish, wenngleich der Goldpreis natürlich auch hier mitspielen muss. Das ist allerdings für alle Goldgesellschaften das Gleiche. Über was müssen wir noch sprechen? Über Prairie Mining. Prairie Mining habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich würde die Aktie kaufen. Und ganz im Ernst, wenn ich sage, ich würde die Aktie kaufen, es passiert so etwas, dann ärgere ich mich natürlich. Warum ist das passiert? Es gibt nichts von Unternehmensseite, wo man jetzt sagen müssen, oh, da müssen wir uns großartig Sorgen machen, zumindest wüsste ich nichts davon. Es ist ganz einfach eines, Prairie Mining macht in Kohle, das heißt, es ist ein Kohleexplorationsunternehmen, Projekt in Polen, der eine oder andere wird es wissen. Und wenn Sie sich die Energierohstoffpreise, ich habe es schon angesprochen, Öl oder Gas anschauen, alles unter Druck, auch der Kohlepreis unter Druck. Mittlerweile werden ja selbst Solaraktien abverkauft, weil es heißt, ja, in irgendeiner Art und Weise ist es ja auch Energie. Also ich glaube, dass dieser Abverkauf letzten Endes darauf zurückzuführen ist, dass das Sentiment, also das Sentiment, wo sie aktiv sind, nämlich Energierohstoffe, momentan einfach nicht en vogue ist, momentan einfach nicht sonderlich gern gesehen wird an der Börse. Wie gesagt, ist sehr, sehr ärgerlich. Ich sage eine Aktie, ich würde sie kaufen und dann passiert sowas. Ärgert mich natürlich am meisten, aber es hat wohl sehr, sehr stark mit dem Verfall von Energierohstoffpreisen zu tun. Vielleicht mal so einen Blick auf den Ölpreis. Ich habe hier mal WTI-Öl mitgebracht. Und wenn Sie sich diesen Abverkauf hier anschauen, diesen Abverkauf, der ist so gewaltig, da wird alles in der Branche mit nach unten gezogen. Ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in der letzten Phase, in der panikartigen Übertreibung. Wie weit die gehen wird, will ich noch gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass wir 2015 gutes Geld, vielleicht sogar sehr gutes Geld, auf der Long-Seite bei Öl verdienen können. Ich glaube nicht an diese Mehr von dauerhaft niedrigen Energiepreisen, insbesondere von dauerhaft niedrigen Ölpreisen. In den USA schaut es ganz, ganz schlecht aus bei der Fracking-Industrie. Also es wird Ihnen jeder erzählen, wenn Sie momentan zuhören, wenn Sie mit den Experten reden, nee, die Fracking-Industrie hat keine Probleme. Ich glaube, 20% der Anleihen von Fracking-Unternehmen, also von Shell-Gas-Unternehmen in den USA sind mittlerweile bei unter 90. Das heißt, da gibt keiner mehr einen Cent drauf. Also ich glaube, dass wir zu Kreditausfällen kommen werden in der Fracking-Industrie, in der Shell-Gas-Industrie in den USA. Das könnte eine kleine Krise wieder bei den Banken hervorrufen, dass die ja lange Zeit ja sehr, sehr freizügig mit Krediten waren an diese neue Industrie. Und wenn die jetzt ausfallen, dann glaube ich auch, dass wir in Amerika größere Probleme bekommen könnten. Wir werden das im Auge behalten. Eventuell wird sogar der Dollar darunter leiden, denn ich glaube auch nicht an diese Geschichte, dass der Dollar zum Euro die Parität anstrebt. Meines Erachtens ist alles ein bisschen übertrieben, auch der Verfall hier. Also ich glaube, 2015 ist die Long-Seite für Öl wahrscheinlich die bessere Seite, aber lassen wir den Markt erstmal so vielleicht noch ein paar Dollar verlieren, dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Was habe ich noch mitgebracht? Eine Zuschauerfrage. Ah, Markus, cooler Name, was halten Sie von Allied Nevada Gold? Allied Nevada Gold ist eine der schwierigsten Aktien zu beurteilen. Man hat ein Gold- und Silberprojekt in Nevada, das ist Highcroft-Projekt, ist eines der aussichtsreichsten Projekte insgesamt. Trotzdem, auch wenn man jetzt ungefähr 240.000 Unzen Gold produzieren will, man hat Probleme gehabt, und zwar operative Art Probleme. Das heißt, man ist nicht ganz zurechtgekommen mit dem, was man da momentan abgebaut hat. Man hatte nur noch 5,8 Millionen Dollar Cash in der Kasse. Langfristige Schulden bei 470 Millionen Dollar ist natürlich relativ viel im Vergleich zum Cashbestand. Man hat eine Finanzierung gemacht, man hat 21 Millionen Dollar eingenommen. Die Finanzierung ist abgeschlossen, also man hat es tatsächlich geschafft, das zu platzieren. Dennoch, man hat gewaltige Probleme. Die All-in-Sustaining-Kosten von 11,70 Dollar, die sind überschlagen, weil Allied Nevada weist selbst keine All-in-Sustaining-Kosten aus. Schauen wir uns auf den Kursverlauf mal an, dann sehen Sie im Prinzip im 3-Jahres-Chart,
dass die Aktie extrem abgestraft worden ist. Wir kamen hier von ungefähr 30 Euro, sind jetzt bei 65 Cent. Wenn man den kurzfristigen Entscheid hat, dann hat man auch gesehen, dass man steil nach unten gegangen ist, als die Kapitalerhöhung kam. Allied Nevada, so leid es mir tut, im Moment würde ich die Finger davon lassen. Ich kann die Aktie also ganz schlecht einschätzen, ob man hier die Kurve bekommen wird. Ich glaube, für alle wäre es beste, wenn das Projekt irgendwie übernommen wird und von einem anderen Management weiterentwickelt werden würde. Agnico Eagle, eine Frage. Agnico Eagle, ganz kurz vorweg, ich mag die Aktie. Agnico Eagle hat zusammen mit Yamana ja Osisko übernommen. Man hat mit 1,6 Millionen Unzen, wenn wir nächstes Jahr produzieren, das ist, glaube ich, eine Steigerung von 14% im Vergleich zu diesem Jahr. All-in Sustaining Cost, $990 je Unze, da kann man gut damit leben. Man hat alles, was über $1,100 ist, beim Goldpreis wird man einen Free Cashflow erwirtschaften können. Die Nettoschulden bei $1,2 Milliarden, das ist im Branchenvergleich sehr, sehr moderat. Man hat, glaube ich, die zweithöchsten Reserven hinter Randgold Resources. Also die Aktie ist, das Unternehmen ist meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt. Man leidet natürlich unter dem Goldpreis, aber das erübrigt sich eigentlich schon zu sagen. Wir können uns ganz kurz mal einen Blick auf den Chart werfen. Ja, es ging wieder ein bisschen nach unten, nachdem man im Sommer schon ein bisschen Wolkenluft geschnuppert hat, also ist deutlich verloren. Ganz im Ernst, wenn Sie glauben, dass sich der Goldpreis stabilisiert, wenn Sie glauben, der Goldpreis wird moderat wieder bergauf gehen, Agnico Eagle ist für mich eine Aktie, die ich kaufen würde, keine, die ich nur im Depot halten würde. Der kleine Mann im Ohr sagt mir schon wieder, wir sind schon wieder am Ende angekommen unserer Sendung. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie am Mittwoch wieder rein um 15 Uhr. Ich denke, bis dorthin werden wir auch wieder live senden. Der Kabelschmorbrand wird bis dorthin behoben sein. Insofern, was auch immer Sie machen, machen Sie es gut.